Und hier kommen Sie, die beiden Mannschaften. Begrüßen wir! Des SV Union Landauer! Sie spielen heute mit dem Mannschaftsführer Patrick Solberg! An Nummer 2 Jakob Solberg! An Nummer 3 Markus Karl! Jetzt kommen wir zur Mannschaftsaufstellung vom EV Rottendorf Seilhals. An 1 der Mannschaftsführer Günther Strani. An 2 Horst Notpissig auf dem Boden. Meister. Die Entscheidung fällt jetzt live hier in Oberwang. Und deswegen heißt es jetzt, jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Wann gegen Rottendorf im Finale? Finale! Zwischen Wacken und Rottendorf. Weiter geht's mit
zweiten Kehre mit 3:0 in Führung geht. Thank you.
Wir.
Thank you.
Hey. Patrick, Gratulation, Staatsmeister. Wie war das Spiel für dich? Wie geht's dir jetzt? Ja, das Spiel war Wahnsinn eigentlich. Sind irgendwie heute, ohne Christian, war irgendwie Rottendorf Favorit heute, muss ich schon sagen. Ja, es war vielleicht unser Plus irgendwie heute, weil wir haben nichts zum Verlieren gehabt. Wir haben voll frei Weg gespielt und ja, uns ist alles aufgegangen. Wir haben das nötige Glück gehabt und Rottendorf hat ein paar Fehler eingebaut und dann ja, sind halt zwei Spiele schnell vorbei. Aber ja, einfach ein Wahnsinn heute. Ja, Ersatzspieler, der Wolfgang hat seine Sache perfekt gemacht. Ja, der Wolfgang kommt rein, dass es ein super Schütze ist, wissen wir, aber ja, wenn du dann in einem Staatsliga-Finale einfach eingewechselt wirst und dann spielen musst, und ja, der hat das einfach perfekt gemacht, ist ein Routinier und muss man Hut abziehen, überhaupt von der gesamten Mannschaft, einfach grandios runtergespielt. Anti, Vize-Staatsmeister. Titel, was einige Male habt, aber es hat ja Rekordstaatsmeister. Was ist aber als Rekordhalter, was Anzahl der Titel betrifft? Wie war das Spiel heute für dich? Ja, wir waren von Anfang an unter Druck. Wir haben mit Fehlern begonnen. Patrick Wang hat es ausgenutzt und wir waren einfach in der entscheidenden Phase schwach, haben wir zwei Fehler gehabt. Warum ist das Gelegenheit? Es hat nie ins Spiel gekommen eigentlich. Wir waren voll unter Druck, sie haben keine Fehler gemacht. Auch der ist ein bisschen Glück gehabt, wir haben heute Fehler gehabt und somit war das Spiel mehr oder weniger gelaufen. Na, ein paar Worte vielleicht zum Veranstaltungsort, wie das Ganze organisiert worden ist. Wie war das Ganze für euch? Ja, war super eigentlich. Man muss sagen, schon die letzten Jahre eigentlich immer die Staatsliga-Finals sind immer top veranstaltet, genauso wie da. Belag war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dafür war das drumherum alles perfekt und ja, kann man nur gratulieren und das ist die Zukunft. Ich finde auch mit den Damen miteinander, ist halt ein Wochenende und perfekt veranstaltet. Ja. Kann ich nur beipflichten, tolle Veranstaltungen, super Halle, Belag, nicht schlecht, anders sage ich mal so, Tribüne toll, Publikum perfekt. Gute Veranstaltung. Ich wünsche euch, gratuliere euch allen zwei noch mal gut für die perfekte Saison von allen zwei und alles Gute in Zukunft. Danke, Bert, für die Arbeit, super. Danke, ciao. Danke.